Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zur Fortsetzung des Projektes. Das Gestein ist endlich angekommen, beziehungsweise ich habe es gestern geholt. Und ja, was soll ich sagen? Es sind noch ein paar andere Kleinigkeiten angekommen. Wenn euch das interessiert, wie es weitergeht hier mit dem Projekt, bleibt dran. Bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, es ist wie angekündigt noch einiges Material eingetrudelt. Ich hatte hier und da noch angefragt, ob Sachen noch möglich wären. Und ich kann mit großer Freude sagen, dass sich die Firma Aquabi mit an diesem Projekt beteiligt. Und zwar wird ja eingesetzt eine Aquabi UP2000 Electronic. Die habe ich auch schon mal ausgepackt hier vorne. Und das ist im Endeffekt jetzt das Pümmchen, schon Teil vormontiert von mir. 24 Volt regelbare DC-Pumpe, bis auf die Magnete, komplett hergestellt in Deutschland. Das ist eine Sache, die ich sowieso sehr, sehr gut finde und unterstütze. Controller habe ich hier. So sieht der Controller aus. Netzteil ist jetzt nichts Spektakuläres. Den werde ich mir dementsprechend vernünftig noch anbringen im Technikbecken, und da lasse ich euch nachher dann auch zuschauen. Das ist das erste Teil. Dann ist noch ein Scheibenmagnet dazugekommen, und zwar der Float von Kowe. Das ist dieser wunderschöne hier mit Holz außen drin, zeige ich euch nachher dann auch noch etwas genauer. Ein sehr, sehr gutes Teil, sehr geil. Gehen wir aber alles noch separat drauf ein. Dann hat die Firma Aquamedic mir spontanerweise noch was zukommen lassen. Und zwar haben die gesehen, ich habe da unten noch den alten Twin Controller drin. Hier ist der neue. Den habe ich jetzt auch schon verbaut. Somit ist das einfacher und besser regelbar. Weil, hatte ich euch auch schon ein Video zu gemacht, kann ich euch oben noch mal kurz verlinken. Der lässt sich feiner einstellen. Ja, und dann ist die Firma Tunse, die macht ja sowieso schon mit. Haben mir noch gesagt, ihr habt da, ich habe zwei Pumpen am Start, die könnte man besser mit einem Multicontroller hier verarbeiten. Das ist der 67er, also 7097. Und den 7096 habe ich ja da hinten im großen Becken. Hier ist kein Mondlicht dran. Das wollte ich noch separat haben, da sind die aber noch dran am Arbeiten, weil die da ein paar Kleinigkeiten umändern mussten. Einmal das und zu guter Letzt hier auch nochmal den Scheibenreinigungsmagneten Care. Ja, das ist der Care Long. Und da sind auch schon die entsprechenden Schwimmer mit dabei. Werden die beiden Dinger mal einsetzen. Also wir haben einmal den Kowe und dann haben einmal den von Tunse hier. Da schauen wir mal, wie die beiden sich geben. Und ja, das erstmal zur technischen Seite. Ich würde mal sagen, wir gehen aber jetzt zu dem, was wirklich interessiert, nämlich da hinten zum Gestein. Ja, das große Geheimnis um das Gestein, was ich kriegen sollte. Viele haben es schon geahnt, und es ist auch nicht ganz das, was viele vielleicht gedacht haben. Wir lüften es jetzt ganz einfach. Es ist Eporif. Und zwar Eporif in einer neueren Version. Es hat sich eigentlich von der Form her, von der Aufteilung her, Mensch, hat sich nichts geändert. Also es sind im Prinzip die gleichen Steine, bloß es wird sich ein bisschen was an der Farbe ändern. Ich habe jetzt noch die alte Farbe gekriegt, weil das noch nicht so fertig war, aber es ist schon das neue Material. Und ja, es gibt weiterhin genau wie gesagt die 5 Kilo und die 10 Kilo Pakete mit den gleichen Steinen. Und ich bin ja Eporif Neuling, habe das Zeug im Vorfeld eigentlich noch nie wirklich, ja, so wirklich in den Fingern gehabt oder gesehen, was man da alles mit machen kann. Und als ich dann gestern beim Norbert Damasler, also bei Atoll Riff Deco, und das Material dort abgeholt habe, hat er mir gezeigt, was im Endeffekt alles möglich ist, und mir ist echt
Ja, mir sind die Augen aufgegangen. Das ist Wahnsinn. Aber gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Ich lege das hier mal so ein bisschen aus, weil ansonsten gibt es Kratzer auf dem Tisch. Ich hole erstmal alles raus, was hier drin ist. Und dann schauen wir uns das gleich mal etwas genauer an. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt hier einmal das komplette, Moment, so geht das, das komplette 5 Kilo Paket und dann sind noch Steine aus dem 10 Kilo Paket hinzugekommen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, das ist aber doof, da muss ich ja beides kaufen. Es soll jetzt die Möglichkeit geben, dass ihr direkt beim Norbert von, bei ihm im Laden die entsprechenden Brückensteine, die ich jetzt hier benutze, nachkaufen könnt. Somit muss auch nicht unbedingt ein Paket auseinandergerissen werden. Und ihr habt die Möglichkeit, ich sage jetzt mal verhältnismäßig günstig, an die entsprechenden Materialien dran zu kommen. Also das hier, was jetzt hier auf der Seite liegt, habe ich noch was? Nein. Ist das 5 Kilo Paket. Und diese beiden Steine hier sind im 10 Kilo Paket drin. So, wie das mit den Platten ist, weiß ich nicht, ob die tatsächlich da drin sind. Ihr seht, hier und da ist das Ganze noch ein bisschen feucht. Auch hier im Karton seht ihr die feuchten Stellen. Es gibt, wo habe ich? Jetzt in jedem Paket einen entsprechenden FAQ-Zettel. Da steht drauf, was ihr machen könnt, was ihr nicht machen könnt, wie ihr damit umgehen sollt. Es wurde von vielen gesagt, unbedingt auf jeden Fall spülen. Das ist nicht mehr nötig, weil diese Steine definitiv gespült worden sind. Und zwar auch schon bei Atoll selber. Direkt nach der Herstellung werden die gespült, werden auch vernünftig ausgespült. Es sind keine Reste von irgendwas noch drin. Und somit können die auch sofort ins Becken eingesetzt werden. Der eine oder andere hat mir schon gesagt, oh, musst du aber spülen oder so. Ist nicht wirklich notwendig. Ja, was man da alles mitmachen kann und wie toll das im Endeffekt dann nachher aussieht, werden wir jetzt gleich am Becken sehen. Wir gehen mal direkt ans Becken. Ja Leute, ihr seht, ich nehme es gerade aus zwei verschiedenen Perspektiven auf, damit ihr einmal das von der Seite sehen könnt und einmal von vorne. Die Kamera, die ich da eingesetzt habe, ist von der Videoqualität nicht ganz so gut wie die andere. Aber man kann es definitiv erkennen. Ich lasse beides parallel laufen, damit ihr auch dementsprechend sehen könnt. Gut, fangen wir an. Und wir fangen mit den Grundsteinen an, die man unten drunter legt. Ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder so hin, wie ich das auch hatte oder wie wir das geplant haben. Und lege mir jetzt erstmal die entsprechenden Grundsteine nach vorne. Also wie gesagt, die Möglichkeiten sind unendlich oder fast unendlich. Ich hatte einen hier hinten hingelegt. Das ist übrigens hier die kleinste Riffsäule der Welt. Ja, das ist schon mal mega geil. Ich nehme sie jetzt hier unten als Fuß unter anderem. Ich habe da noch eine von, die kommt nachher auch noch zum Einsatz. Und dann kommt dieser Brückenstein als Grundträger jetzt schon mal hier drauf. Und ich habe einen Fehler gemacht. Genau, wir müssen. So, das, was ich jetzt hier im Endeffekt versuche, ist, den Aufbau ein kleines bisschen rauszuziehen, weil man ihn einmal von dieser Seite und einmal von dieser Seite sieht. Das heißt also, wenn ich ihn jetzt flach an die Wand setzen würde, dann sehe ich ja im Endeffekt das, was hier hinten ist, nicht. Gut, jetzt muss ich gucken, was habe ich noch gemacht. Das ist alles nicht ganz so einfach. Das ist Lego für Große, wie der Norbert gestern gesagt hat. Aber es ist echt Wahnsinn. Also, seht ihr, genau falsch rum. Also den Stein einmal zur Seite legen, den hier unten rein, nochmal zusätzlich hin, den können wir dann jetzt hier vorne rauslegen. Das war jetzt schon mal der erste, genau. Und jetzt kommt der Brückenstein und wir haben echt die Möglichkeiten, ich sage jetzt mal, ich könnte den jetzt hier oben so dran setzen. Das sehe ich schon mal nicht schlecht aus. Dann, ich habe aber vor, das Ganze ein bisschen rüber zu ziehen. Moment, wie war denn das jetzt? Ich
Lego für Große, wie gesagt. Ich wollte ein bisschen. Ja, genau, so. Genau. Das ist dann der Aufbau. Hier hinten habe ich jetzt den Rücklauf. Und den lasse ich, weil ich hier keinen Sand einsetzen werde, nach unten laufen. Ob das nachher so funktioniert, wie ich mir das vorstelle oder nicht, das werden wir dann sehen. Die beiden Pumpen werden noch weiterhin eingesetzt, also die bleiben erstmal drin. Und dann gucke ich mal, wie das Ganze in der Gesamtströmung dann passt. Aber zu der Strömung kommen wir separat. So, jetzt haben wir noch die Riffplatten. Und die können jetzt unterschiedlich eingesetzt werden. Die könnt ihr hier drunter klemmen. Hier hinten werde ich noch eine postieren, damit da auch was hinkommt. Oder ja, das ist wahrscheinlich zu hoch. Nee, ich mache das hier hinten. Zur Fixierung und zur Klebung kommen wir dann nachher auch noch. Ich werde das Ganze in meiner üblichen Art wieder mit Sekundenkleber bearbeiten, weil das ist genau das, was ich im Endeffekt auch immer... Das ist für mich am einfachsten. So, dann haben wir jetzt... Könnten wir jetzt hier unten noch die Platte setzen. So, jetzt haben wir noch zwei Teile über. Und ich habe ja hinten eine relativ tote Ecke. Also hier vorne. Da werde ich wohl hingehen. Das muss ich mir jetzt noch mal eben anschauen. Ich wollte den eigentlich dahinter setzen, aber das kommt zu nah. Da kann ich nicht vernünftig dran. Das heißt, ich muss den hier trennen. Das mache ich jetzt gleich. Und der kommt dann auch noch hier unten in die... Ne, den wollte ich hier vorne haben. Aber der hatte nicht... Ja, hat wunderbar funktioniert. Also zum groben Stellen reicht das erstmal. Ich will den hier vorne dann draufstellen, beziehungsweise den Stein vielleicht noch ein kleines bisschen vor und den dann als vordere Riffsäule, als kleinste Riffsäule der Welt. Und wie gesagt, den werde ich hier an der Stelle trennen, damit ich den da in die Ecke stellen kann. Und mal gucken, vielleicht habe ich dann dieses Stück hier auch noch über und kann es dann noch woanders verarbeiten. Aber ihr seht, im Endeffekt, es sind viele Möglichkeiten, die man jetzt im Endeffekt hat. Wo ist die Platte hin? Ja. Und das Festkleben, beziehungsweise man kann es auch mit Reefbond machen. Und sobald das Riff jetzt hier steht und verklebt ist, na, ich lege es erstmal oben hin, steht und verklebt ist, kann ich im Prinzip auch schon hingehen und das Ganze fluten. Das System kann gestartet werden. Unten habe ich jetzt gleich auch noch eine Kleinigkeit zu tun. Die Pumpe baue ich ein und den Multicontroller. Und dann können wir im Prinzip, wenn das dann alles geklebt ist und alles verbaut ist, dann können wir das System fluten und dann startet es. Ja, ja. Gehen wir zum Kleben über. So Leute, kommen wir zum Kleben. Und beim Kleben ist es eigentlich, wie ihr es eigentlich von mir kennt, es kommt der übliche Sekundenkleber wieder zum Einsatz, den ich bei eBay beziehe. Und wir brauchen ein bisschen Wasser, weil das Wasser ist im Endeffekt dafür da, um schon über die Klebestellen eine kleine Haut drüber zu ziehen. Bei dem Kleber ist es wichtig, ganz, ganz wichtig, dass er eine sehr, sehr hohe Viskosität hat. Das heißt also, dass er richtig gelartig ist. Also wenn ich ihn rausdrücke, ja, das ist wie Uhu, sage ich jetzt mal. Und diesen Kleber, da gehe ich jetzt im Prinzip hin und packe den an all die Stellen hin, wo die Berührungspunkte sind, spritze den dazwischen und gehe anschließend hin, nehme das Wasser und lasse es einfach darüber fließen. Und das bildet dann im Prinzip eine Haut und dann kann der Kleber dann anschließend vernünftig durchtrocknen. Ihr seht, ich habe hier oben schon eine Kabelbinderkonstruktion gemacht, weil diese Platte hier oben so schräg angebracht werden soll, an der Stelle, wo es eigentlich nicht geht. Und das muss dann im Endeffekt eine gewisse Zeit lang drin bleiben, so 2-3 Tage, bis es dann komplett durchgehaftet ist. Und anschließend kann ich die Kabelbinder durchschneiden, abnehmen und dann habe ich die Platte hier frei schweben. Jetzt gehen wir aber mal kurz hin und verbinden alle die Stellen. Und ja, ist eigentlich kein großes Hexenwerk. Ich presse, wie gesagt, überall den Kleber. Ich habe es teilweise schon gemacht hier. Presse den einfach nur dazwischen. Und wie gesagt, die Klebestellen, die werden etwas weißer. Ich habe jetzt hier oben, ja, muss ich etwas mehr machen.
damit wir auch die entsprechende Festigkeit da oben kriegen. Im laufenden Betrieb wird es erstmal weißlich aussehen, eine gewisse Zeit lang, aber wie ihr das auch von meinen Bereichen erkennt, beziehungsweise hinten von dem anderen Becken, mit der Zeit verschwindet das komplett. Und da ist jetzt hier noch, ich überall dran komme, kann ich ohne Probleme auch mit der Tube hier schön an die Verbindung stellen, gut Kleber dazwischen packen, ein bisschen drin rummatschen. Das funktioniert natürlich theoretisch auch unter Wasser, aber dafür müssen die Stellen dann dementsprechend sauber und aufnahmefrei sein. Also ich habe es auch schon mit den Tuben unter Wasser, aber die Tube ist danach, also entweder ich benutze sie komplett und habe dann anschließend keine Verwendung mehr dafür, weil sie ist nicht mehr zu verwenden danach. Aber es geht. Man kann damit tatsächlich auch unter Wasser kleben. So, wie gesagt, ich habe eben schon eine Kleinigkeit vorgearbeitet. Deshalb muss ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Ein bisschen nacharbeiten hier. Und wenn das dann einmal vernünftig geklebt ist, ausgehärtet ist, dann steht das Ganze dann auch richtig massiv hier. Und dann kann man das auch richtig gut belasten. Wie gesagt, was ich mit der Luftsäule mache, weiß ich noch nicht. Da überlege ich jetzt noch. Gut, das war das Kleben jetzt erstmal. Jetzt gehe ich hin und übergieße die entsprechenden Klebestellen. Das ist übrigens ganz normales Salzwasser aus dem Becken, aus meinem Becken da hinten. Das kann ohne Probleme benutzt werden. Wir werden sowieso am Anfang hier, nicht nur am Anfang, sondern dauerhaft mit Aktivkohle arbeiten. Das ist auch eine Sache, wo man dann noch, ich gehe auf die Besonderheiten vom Eporief, gehe ich nochmal explizit drauf ein, weil es hat sich ein kleines bisschen was geändert, was es genau ist, wie die Vorgehensweise ist, da kommen wir noch in einem separaten Video zu. So. Ja, mit der Riffsäule, da bin ich mir jetzt noch nicht wirklich sicher, aber ich denke, ich werde sie hier vorne positionieren. Problem an der Sache ist, das Ganze jetzt erstmal ans Halten zu kriegen. Wir machen noch mal kurz einen kleinen Schnitt. Ich muss die im Vorfeld mit Kabelbindern in dieser Form hier fixieren und dann presse ich da Kleber zwischen und dann bleibt die Säule dann auch da so stehen. Ja, Leute, ich habe es fixiert. Jetzt, ja, erste Tube Kleber habe ich schon durch. Zweite Tube kommt jetzt und ich presse es eigentlich auch wieder nur dazwischen an den Verbindungsstellen, da wo es aufliegt. Das wird anschließend knochenhafter Zeug. Gucken, ob ich auch da dran komme. Gut, dann noch ein bisschen Wasser dran, ja, ist was wenig. Der sich übrigens wundert, warum hier unten Wasser drin ist. Ich habe das mal durchspülen lassen, weil ich das da unten mit Silikon geklebt habe. Es ist schon die zweite Füllung, damit das alles vernünftig läuft. Ihr seht, da unten ist auch noch die Jibao drin. Da komme ich dann gleich zu und baue dann noch die UP5000 ein. Ja, alles in allem, das ist das Thema zum Riffaufbau. Und ich würde sagen, wir lassen es für heute gut sein. Ich drehe direkt noch den nächsten Teil ab, der dann morgen Abend rauskommen wird. Und da geht es sich dann ums Anmischen des Wassers, in Betrieb nehmen, nochmal schauen, wie ich die Technik da unten aufgebaut habe. Und ja, das ist dann direkt der nächste Teil. Thank you.
Ja, Leute, ich schneide gerade eben noch mal kurz ein bisschen was dazwischen, weil ich noch ein bisschen was zu dem neuen EPORIF hier sagen möchte. Also, was hat sich geändert? Bis auf die Form erstmal nichts. Nein, falsch. Die Form hat sich nicht geändert, aber die Körnung hat sich geändert. Heißt im Endeffekt, das EPORIF ist etwas kompakter geworden. Es ist nicht mehr so hochporös, wie es vorher war. Also es ist ziemlich dicht innen drin jetzt. Es ist immer noch sehr porös, also man kann immer noch durchblasen sozusagen. Wie ihr das hört. Und warum ist das so gemacht worden? Hat im Endeffekt den Hintergrund, die alte Version war so porös gewesen, so hochporös, dass sich überall in diesem Stein natürlich Bakterien ansiedeln konnten und diese Fläche ist extrem groß gewesen. Das gab dann im Endeffekt die Problematik, dass man unheimlich viel Nährstoffe reinpumpen musste, um einerseits die Bakterien zu versorgen, die das natürlich abgreifen, genauso wie unsere Korallen das auch abgreifen. Aber um das auf dem entsprechenden Level zu halten, war es halt notwendig, viel Material in dieses EPORIF reinzupumpen, damit auch unsere Korallen ein bisschen was abkriegen. So, aufgrund der hohen Bakteriendichte, beziehungsweise die Möglichkeit der Bakterien, dass es dass die sehr viel mehr Platz hatten hier, sind die natürlich auch hingegangen und haben das, was reingepumpt wurde an Phosphat und Nitrat, haben gesagt, oh lecker, toll, wir vermehren uns weiter, haben diese entsprechende Fläche natürlich komplett besiedelt und haben dann dementsprechend auch sehr viel Material in Anspruch genommen. Das ist jetzt hier, ist die Fläche verringert worden, also die Körnung ist kleiner gemacht worden, es ist etwas kompakter, wie gesagt, es lässt sich auch nicht brechen. Ich weiß nicht, ob das bei vorherigen war. Wie gesagt, ich bin EPORIF-Anfänger. Und diese Verringerung der Körnung hat im Endeffekt zur Folge, dass es weniger Siedlungsfläche für Bakterien gibt. Und somit auch nicht so die großen Probleme auftreten sollten, die bei der alten Version aufgetreten sind. Das werden wir im Endeffekt ja hier im Projekt jetzt sehen. Aber ich gehe mal davon aus, rein rechnerisch, beziehungsweise wenn man drüber nachdenkt, sollte es definitiv funktionieren. Und die Labortests, die momentan auch parallel noch dazu laufen, sind definitiv so in der Aussage, dass das in die Richtung geht, wie ich es gesagt habe, dass man also weniger Material reinpumpen muss, um den entsprechenden Effekt zu erhalten. Ja, viele werden dann sagen, oh geil, toll, haben wollen. Wann ist das Release? Das werde ich euch noch im Laufe des Projektes mitteilen. Und es wird aber bald sein. Also nicht, ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen. Wie gesagt, die Produktion der entsprechenden Teile ist angelaufen. Und wann es genau rauskommt, werdet ihr definitiv auch hier erfahren. Ja, Vorgehensweise allgemein, wie eben schon gesagt, das Becken wird geflutet. Ich werde das eine gewisse Zeit lang cyclen lassen. Ich werde auch schon hingehen und den Abschäumer parallel mitlaufen lassen. Allerdings so, dass er nur Sauerstoff einbringt. Zusätzlich werde ich gleich noch das pH-Meter von drüben abbauen und hier reinbringen. Und dann wird das Ganze erstmal so Pi mal Daumen 4 bis 7 Tage laufen. Und dann schaue ich mir an, habe ich genug Nährstoffe drin? Habe ich die Nährstoffe drin, die ich da drüben auch habe? Weil ich möchte nämlich nach Möglichkeit den Tieren keinen zu großen Schock bieten. Es ist ein Unterschied. Wenn ein Tier aus einem gut laufenden Becken rüberkommt in so ein frisches Becken, dann sollte es natürlich auch die gleichen Voraussetzungen finden oder fast gleiche Voraussetzungen. Das heißt, wenn ich mein Wasser ansetze nachher, das seht ihr dann im neuen Video, habe ich ja erstmal nicht viel drin, also so gut wie gar nichts. Und ich muss jetzt erstmal hingehen und auch eine gewisse Menge an Nährstoffen zur Verfügung stellen. Und das muss ich auch erstmal etablieren, eine gewisse Zeit lang. So, und wenn ich jetzt weiß, was ich täglich zugeben muss an Nährstoffen, um den Level zu halten, dann kann ich hingehen und mir die entsprechenden Korallen rüberholen. So ist zumindest der Plan, die Vorgehensweise. Was dann noch genau zu beachten ist, was ich noch genau einsetze, das erfahrt ihr dann im nächsten Video. In diesem Sinne, jetzt kommt der Abspann.
bis zum nächsten Mal. Und ja, wenn euch dieses Video hier gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, lasst das doch bitte unten in den Kommentaren mich wissen, damit ich ein entsprechendes Feedback habe. Wenn euch das gefallen hat hier, lasst doch bitte einen Daumen da. Solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, abonniert ihn doch bitte und macht die Glocke an. Dann wisst ihr auch, wenn ich mal wieder einen raushaue. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen zum nächsten Teil. In diesem Sinne, bis dann. Euer Weihrauch. Ciao.